Der Wassersportverein Wulsdorf ist kilometerweit von der Unglücksstelle entfernt. Dennoch spüren sie die Auswirkungen hier deutlich. Volker Trimkowski weiß, wie viele Sportschiffe jetzt Bremerhaven nicht mehr verlassen dürfen. Also ich schätze es ungefähr auf, also jetzt für den gesamten Fischereihafenbereich, auf ungefähr 600 Boote. Und dazu kommen natürlich noch die Boote, die jetzt eigens zur Festwoche gekommen sind. Nicht? Die sind ja normalerweise nicht hier, die sind jetzt meistens hinten im Fischereihafen. Die kämen ja noch dazu und die würden ja, da die Festwoche jetzt auch zu Ende geht, jetzt auch in den nächsten Tagen auslaufen. Und tatsächlich, um die Ecke im Fischereihafen sind sie zu finden. Schiffstouristen. Sie sitzen hier auf unbestimmte Zeit fest. Es wäre ja schön, wenn einer kommen würde und sagen würde, so, passt auf, morgen um 10 oder um 12 geht's los. Oder es dauert 5 Wochen und findet euch damit ab und dann guckt und handelt. Aber leider keine Info. Und das ist das Schlimme. Man schwebt so in der Luft. Wo lässt man das Schiff? Ich möchte es nicht gerne hier liegen lassen, weil es hier nicht bewacht ist. Also muss man sich sehen, dass man irgendwo hier einen Yachthafen aufsucht. Und ich weiß nicht, wer die Kosten trägt, weil ich wäre nicht bereit, das zu bezahlen. Dieses Pärchen aus Elsfleth versteht nicht, warum sie mit ihrem Boot nicht doch an der Gefahrenstelle vorbeifahren dürfen. Wenn man eben sieht, die Fähren fahren oder eine Fähre fährt im Wechsel, dann ist ja die Geste noch beschiffbar, also der Eingang. Und dann liegt schon der Gedanke nahe, sich zu fragen, warum kommen wir nicht raus. Also wenn man Zeit hätte, wäre es alles easy. Ja. Aber eben der Mangel an Informationen, das ist das Problem. Man sitzt hier auf heißen Kohlen. Zeitgleich untersuchen Experten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die marode Mole. Sie setzen eine Tauchdrohne mit Sonar ein. Green Ports hat uns angefragt, ob wir da unterstützen können, weil wir mit dem Unterwasserfahrzeug wenig Tiefgang haben im Vergleich zu einem Schiff und natürlich dann näher an sensible Stellen rankommen. Also es ist quasi ein Ultraschall im Wasser. Kann man sich vorstellen, sind so Strahlen, die nach unten schauen und dadurch den Boden abtasten und dann eben auch Teile der Keilmauer dann dazu. Und darüber lassen sich dann hinterher 3D-Modelle errechnen, um dann das ein Abbild zu haben. Auch heute reißt der Strom der Schaulustigen nicht ab. Es ist traurig. Ich bin Architektin und frage mich, warum es halt so weit kommen musste. Ist halt schade. Also ich sage mal, so die Hoffnung lebt oder stirbt zuletzt. Also wir gehen mal davon aus, dass es klappt. Man muss positiv denken. Das ist doch, warten darauf, dass es umkippt, oder nicht? Wann kippt er? Diese Frage kann heute niemand beantworten. Morgen will Bremen-Ports den Leuchtturm mit Hilfe zweier Kräne genauer untersuchen. Tja, über 100 Jahre hat der kleine alte Turm am Ende der Mole allen Stürmen und Gezeiten getrotzt. Und jetzt steht er so sichtlich angeschlagen da und wartet auf die Kräne, die ihn abtragen. Jan Meyer-Wente weiß, wie das alles direkt vor Ort aufgenommen wird. Ja, das ist so eine Mischung, die Stimmung hier. Aus Verwunderung, Entsetzen natürlich auch, wie es so weit kommen konnte. Aber ehrlich gesagt nehmen die Leute das hier auch mit einer Spur Amüsement auf. Also dieser Gag, der schiefe Turm von Bremerhaven, den haben wir hier heute tatsächlich ein paar Mal gehört. Und es ist nach wie vor so, dass wirklich viele Menschen den ganzen Tag über hier hingekommen sind, um mal zu gucken, steht der Turm denn noch? Und die kommen dann da vorne um die Ecke, das habe ich gestern schon genauso geschildert, sehen den Turm und sagen erstmal, ach du, ja, und das ist dann nicht mehr zitabel, was danach kommt. Es ist tatsächlich so, man weiß ja auch nicht, wie lange kann man dieses jetzt hier ja ganz neue, diese ganz neue Sehenswürdigkeit hier jetzt in der Form noch begutachten, weil kein Mensch verlässlich sagen kann, übersteht der Turm die Nacht, übersteht er die nächsten Tage. Wenn er nicht fallen sollte, dann wird der Turm in dieser Schieflage voraussichtlich noch einige Tage zu besichtigen sein. Denn ursprünglich sollte er ja morgen abgetragen werden. Das hat man sich jetzt aber erstmal von der Backe geschmiert. Das bedeutet, morgen wird erst nochmal erneut geprüft. Da wird die Struktur nochmal richtig analysiert. Und dann wird besprochen, wie kann man den überhaupt abtragen. Und das Abtragen selber, das soll dann aller Voraussicht nach, wenn alles gut läuft, erst Ende nächster Woche anfangen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass in diesen Tagen verlässliche Informationen, was Zeitrahmen angeht, schwierig sind.